Ganz schönes Schwergewicht ist seit gestern auf dem Weg von Erfurt nach Aachen in der Nähe von Dessau. Das Gewicht des Schwerlandtransporters knapp 400 Tonnen. Und damit dieser Koloss ungehindert an seinem Ziel ankommen kann, müssen etliche schwierige Situationen gemeistert werden. So sieht er aus, der Schwerlasttransporter kurz vor seiner zweitägigen Reise. Beladen ist er mit einem riesigen Generator. Allein der hat ein Eigengewicht von 250 Tonnen. Das Ziel der schweren Fracht, der Elbhafen in Aachen. Um dort sicher anzukommen, muss der Fahrer des knapp 400-Tonnen-Koloss einiges beachten. Das sind die Ausmaße, die Länge und die Breite. Und das eben, hier lenken alle Achsen mit. Und das sind immerhin 30 Achsen, die unter dem Transporter sitzen. Für den Lkw-Fahrer ist die aufwendige Fahrt keine Besonderheit. Er ist jeden Tag mit solch großen Maschinen unterwegs. Einmal im Monat fährt er Schwerlasttransporter und das seit 25 Jahren. Für den Leiter der Speditionsfirma gibt es gleich zu Beginn der Reise eine erste große Herausforderung. Dass wir hier auf der B7, was die Ostumfahrung Erfurt ist, eine riesen Baustelle haben und wir hier für ca. eine Stunde die Autobahn 71 sperren müssen, um den richtigen Fahrtweg in Richtung Sommerda antreten zu können. Sprich, der Transporter ist für die schmale Fahrspur im Bereich der Baustelle viel zu breit. Deshalb muss er auf die Gegenfahrbahn, um von dort zur Autobahn zu gelangen. Hilfe bekommt er dabei von der Polizei. Die Polizei ist jetzt dazu da, um Straßen temporär zu sperren. Weil nur die Polizei darf in den fließenden Verkehr eingreifen. Und hier ist es nun mal notwendig, weil zum Beispiel der Schwerlasttransport entgegengesetzt in der Gegenfahrbahn bis zur A71 fährt, dass wir den Verkehr auf der Autobahn anhalten und dieser nicht in die Fahrtstrecke reinfährt. Der Riesentransporter stößt auf großes Interesse. 63 Meter lang, fast 5 Meter breit, sowas sieht man nicht alle Tage. Für manch einen Fotograf ist das sogar ein Hobby. Ich finde es interessant und dann von mir die Kinder sowieso, die sind ja sowieso dabei. Und es macht halt Spaß, ist für 255 Tonnen auf so Haufen Achsen, das ist schon eine Wucht. Da kann man ihm wohl nicht widersprechen. Doch bis zu seinem Ziel muss der Schwerlasttransporter noch einige Hürden nehmen, bis er morgen dann den Elbhafen in Aachen erreicht. Tja, wir sind natürlich mit der Kamera auch weiter mit dabei und berichten morgen, ob der Schwerlasttransporter sein Ziel auch sicher erreicht hat. Wir bleiben bei großen Autos, die schwer beladen sind, in diesem Fall sogar richtig schwer. Wir hatten ja darüber berichtet, wie dieser Schwerlasttransporter, beladen mit einem riesigen Generator, in Erfurt gestartet ist. Sein Ziel, der Elbhafen in Aachen. Dort ist er inzwischen angekommen und wurde auch schon verladen, der Generator. Und wenn eine 250-Tonnen-Maschine auf ein Schiff gehievt werden muss, ist klar, dass das kein Kinderspiel ist. Aber das Gleiche gilt auch für den Weg dorthin. Es ist 22 Uhr, die Kaffeepause ist vorbei. Der Trupp um den Schwerlasttransport setzt sich wieder in Bewegung. Allein durch Bernburg braucht der Koloss eine Stunde. Einige Straßenschilder müssen sogar abgebaut werden. Vorher ging die Strecke von Erfurt über Eisleben. Von Bernburg aus soll dann in den frühen Morgenstunden der Hafen in Aachen erreicht werden. Mit rund 30 km/h schleicht der Riese über die Straßen. Zweimal werden die Zugmaschinen getauscht. Der Megatransporter ist einfach zu breit, kommt nicht um die Kurven. Wir haben hinten und vorne zwei Anlenkungen dran. Also einer zieht und einer schiebt. Und dann verbolzen wir das nur. Und dann dreht sich eigentlich die Zugmaschine, die schiebt, dreht sich nur rum und zieht dann eigentlich den Auflieger in die andere Richtung weg. Am Morgen dann am Hafen in Aachen. Nach einer kurzen Nacht geht es für Lkw-Fahrer Kai Hartung in den Endspurt. Nur noch wenige Minuten dann rollt der Lkw seine letzten Meter zum Wasser. Der Auftrag ist erst erledigt, wenn der Generator sicher verladen ist. Parallel erreicht das Frachtschiff den Hafen. Jetzt wird es ernst. Langsam setzen sich die 30 Achsen des Schwerlasttransporters in Bewegung. Auch die beiden mobilen Kräne, die den Generator ins Schiff heben sollen, sind startklar. Hafenmeister Peter Ziegler gibt über sein Walkie-Talkie Anweisungen. Ein kurzes Nachjustieren, ein letzter prüfender Blick, dann kann der Hub beginnen. Die Schwierigkeit, die zwei Kräne müssen das schwere Gerät synchron heben, Präzisionsarbeit vor allem für die Kranfahrer. Ja, wir hatten immer der Tandemhub mit zwei Kräne, dann muss genau abgestimmt sein, wieder viel geredet werden und ja, das ist eben das Schwierige, mit zwei Kränen zu arbeiten. Ja, da muss das stimmen. Genau wie Einweisung auf den Einweiser achten.
Holzpaletten auf dem Schiff dienen als Untersetzer für die große Maschine, denn der Schiffsboden ist zu dünn für die 250 Tonnen Last. Um die zu verteilen, wird aufgebockt. Bei der genauen Positionierung gibt es plötzlich Probleme. Das ist eine Balkenkonstruktion, da möchte das auch glatt auflegen. Und zum anderen waren ja die Krane dann auch am Ende mit ihrer Aussage. Nach einer halben Stunde ist es dann aber geschafft. Vor den Augen einiger Neugieriger steht der Generator sicher auf dem Schiff. Wir sind zufrieden, hat alles geklappt, weil es ist auch jedes Mal ein bisschen kompliziert, weil oft andere Krane zum Einsatz kommen. In dem Falle mit diesem von Mobiup haben wir noch nicht zusammengearbeitet. Man muss sich dann auch erst mal ein bisschen, wir haben hier ein bisschen ländlichen Dialekt, da ist das vielleicht von Berliner ein bisschen schwierig zu verstehen. Aufatmen also bei allen Beteiligten. Der Schwerlasttransporter wird jetzt geteilt und fährt zurück nach Erfurt. Der Generator aber hat den Großteil seiner Reise noch vor sich.